Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin's Nell und heute geht es um Happy, Happy, Happy Birthday to me. Zu diesem Geburtstag habe ich mir hauptsächlich Natur gewünscht, dass in meinen Namen ein paar Bäume eingepflanzt werden, dass ich ganz viele unterschiedliche Ausflüge machen darf mit Menschen, die ich sehr, sehr liebe und mag und mit denen ich gerne Sachen unternehme und Wochenendtrips und Kultur. Aber ich habe mir auch ein paar Boxen von MS gewünscht und die habe ich bekommen und die möchte ich jetzt gemeinsam mit dir auspacken, weil das einfach so viel Spaß macht. Die Verpackung von MS ist wirklich bezaubernd, es bereitet mir sehr viel Freude, sie öffnen zu dürfen. Meine Augen glitzern, mein Herz hüpft die ganze Zeit. Ich bin schon ganz neugierig, was in der ersten Verpackung für mich drin ist. Es ist auch für mich eine Überraschung. Ich habe mir ein paar Sachen gewünscht und schaue einfach mit dir gemeinsam, was es sein wird. So ein bisschen zu meinem Geburtstag. Ich finde es immer witzig oder nicht nachvollziehbar für mich, warum Menschen immer Angst vor diesen Zahlen haben. Ich weiß, beim 18. freuen sich alle drauf. Ich habe mich überhaupt nicht drauf gefreut. Beim 29., 39., 49. bekommen alle Panik. Ich nicht. Ich werde 49 und ich freue mich riesig darüber, dass ich es geschafft habe, schon so alt zu werden, jeden Tag was dazuzulernen, mich weiterzuentwickeln und immer sicherer, selbstbewusster zu werden und zu verstehen, wer ich bin, was ich möchte und das auch offen sagen zu dürfen. Im Laden von MS war ich, als ich mir die Sachen ausgesucht habe, habe da wirklich viele wunderschöne Sachen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den Schmuck zeige, aber der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir da auch ein paar Taschen angeguckt, aber ich fand die von Mulberry, muss ich ehrlich sagen, irgendwie alltagstauglicher und auch wegen der Preise irgendwie sicherer auf der Straße. Also ich muss sagen, mit seiner 10.000 oder 20.000 Euro Handtasche auf der Straße herumzulaufen, würde mich nervös machen. Wie ist es bei dir? Also ich hätte wirklich Angst, dass einer auf mich zurennt, sie mir aus der Hand reißt und davon rennt und ich bin halt nicht schnell genug. Und diese zwei Handtaschen, diese Basewater-Taschen, einmal die geschlossene Zipped und einmal diese Tote, fand ich wunderschön. Und ich überlege ernsthaft, sie mir zu kaufen. Wie findest du diese Handtaschen von Mulberry und welche würdest du bevorzugen? Die Tote oder die Zipped Basewater? Ich finde beide schön. Aber ich habe schon so viele Taschen, ich muss nicht alles kaufen. Okay, aber wir sind ja dabei, mein Geburtstagsgeschenk auszupacken. Guck, was drin ist, in diesem wunderschönen Staubbeutel von MS. Das Tolle ist, die Farbe, die werden kaum dreckig oder man sieht es nicht so. Sie sind robust, weich und wunderschön und ich verwende sie sehr, sehr gerne auf Reisen, weil sie im Koffer so ein bisschen den Luxus geben, dass man alles sortieren, besser finden und verstauen kann. Aber auch in der Handtasche sind sie toll. Und toll sind sie, um meine Geschenke zu verstecken, denn da ist es, mein Beret, von MS genannt Baskenmütze Felicity. Das heißt, wenn ich das anziehe, werde ich immer von Glück und Glückseligkeit begleitet und wer braucht das schon nicht? Also ich brauche das auf jeden Fall. Die Baskenmütze ist hergestellt aus gefilzter Merino-Wolle. La Parisienne-Wappen von Baptiste Viraud befindet sich auf der Innenseite, wie du sehen kannst. Und sie ist zusätzlich seitlich verziert mit so kleinen Ösen, zwei Stück, die ein Kettchen halten. Und auf diesem Kettchen befindet sich ein runder Anhänger aus Metall mit Palladiumauflage und einer Motivperforierung, auf welcher draufsteht Haarlift. Das Innenfutter besteht aus Seide und Viskose. Sie ist zauberhaft, oder? Es ist so wunderschön. Und es fühlt sich herrlich an, es fühlt sich auch robust und trotzdem weich und angenehm an. Das Innenfutter ist total bequem, es gibt so ein Lederband drumherum am Innenfutter, dass man die Mütze unterschiedlich stylen, anziehen kann, sie trotzdem schön bequem auf den Kopf sitzt. Es ist ein grandioses Gefühl, es erinnert mich so an diesen Pariser Chic und auch so ein bisschen was very Englisches und sehr, sehr Klassisches und an alte, schöne Zeiten, an ein gutes, fröhliches Leben, an Schuluniformen, also an alles, woran mich diese Mütze erinnert. Mit allen Erinnerungen bin ich sehr warm, zufrieden und ich fühle mich sicher und glücklich. Es gefällt mir auch total gut, dass sie sich wirklich solche Mühe gegeben haben, sogar diese kleine niedliche Schleife, die sie an dem MS-Schild angebracht haben, um die Größe so ein bisschen abzudecken. Bei mir ist es die 59, ich habe einen gigantischen Kopf, da muss ja auch viel reinpassen. Also bei MS brauche ich immer ein bisschen größer, 59, 58, spannt etwas, könnte ich tragen, aber hätte ich weniger Spaß, weil es dann irgendwann mal doch unangenehm ist. Ich empfehle wirklich, egal ob du deine Größe kennst oder nicht, eine Kopfbedeckung, Mütze oder Hut immer anzuprobieren, weil sogar innerhalb von einem Modehaus und einer bestimmten Firma die Größen von Produkt zu Produkt variieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich es mir anschaue, hüpfen meine Augen mit meinem Herz um die Wette, weil ich das so genieße, diese ganze Detailliebe, dass das alles so wunderschön verarbeitet wurde, auf alles geachtet wurde und diese ganzen Details erfreuen mich total. Und so kann man diese Baskenmütze tragen. Du kannst sie gerade tragen, ein bisschen hochgesteckt oder nach hinten durchziehen, dass sie hinten länger ist als vorne. Du kannst sie auch zur Seite ziehen, an diesem kleinen Nippel
Kügelchen, der da oben ist, kannst du die Bewegung machen. Das würde ich aber nicht so oft machen, weil es wäre echt traurig, wenn er irgendwann mal abfällt und wer weiß, ob das passiert oder nicht. Ich möchte es nicht testen. Also ich genieße diese ganzen Details, die diese Mütze mit sich bringt und freue mich schon, wenn ich sie anziehe und präsentiere und mit mir ausführe. Trischig. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank an die edlen Spender. Wir werden sicherlich jede Menge Spaß gemeinsam haben. Und hier ist schon das zweite Päckchen, das drauf wartet, geöffnet zu werden. Ich kann es nicht abwarten. Wie geht's dir? Ich bin sehr neugierig, weil meine Liste war ein bisschen lang. Ich muss mir wirklich Gedanken machen, was in dieser Schachtel drin ist. Also du weißt schon, es ist keine Handtasche. Ich mag die Handtaschen von der Messe wirklich gerne. Die sind super verarbeitet. Ich war schon mehrfach in der Boutique verlockt von den super netten, super freundlichen Verkäufern und stand kurz davor, mir eine zu kaufen. Jedes Mal habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht machen. Oh, ich weiß schon, was in dieser Kiste drin ist. Und du? Zwei Staubbeutel bedeutet ein Paar Schuhe. Und ich liebe die Schuhe von MS total. Ich glaube, das sind meine Top-Favoriten. Ja, ja, das sind die weißen. Okay, Continuance. Es sind die Mocassins Royal von MS in der Farbe Blanc. Sie bestehen aus Kalbsleder, sind verziert mit Fransen in seiner doppelten Reihe übereinander und diesen charakteristischen Haar in Gold, was ich wunderschön finde. Es könnte auch ein bisschen kleiner sein, aber ist okay. Die Sohle besteht aus Leder und Gummi. Das Gummi ist in Schwarz gehalten. Es gibt einen winzig kleinen Absatz, auf den ich laufen kann. Also ungefähr 1 Zentimeter lang. Es sind diverse Lederschichten und Gummischichten auf der Sohle vorhanden. Das heißt, wenn du gehst, rutschst du nicht aus, was ich super finde. Und ich kann mit diesen Schuhen sofort loslaufen und muss nicht irgendwie aufpassen, sofort zum Schuster beim zweiten Drittel mal anziehen gehen, damit ich die nicht kaputt mache. Finde ich super. Da hat jemand mitgedacht. Vielen Dank. Die Schließe besteht aus Metall mit Permabrass-Veredelung und hält dadurch extrem lange. Ich kann das bezeugen. Ich trage die Schuhe von dem Mess sehr gerne, sehr oft. Und da passiert wenig. Klar kommen Kratzer hoch, aber damit kann ich leben. Ich mag das auch, wenn man sieht, dass ich meine Sachen benutze. Was wollte ich noch sagen? Innensohle und das Futter bestehen aus Ziegenleder in Nussbraun. Und dieser Schuh ist göttlich. Jetzt mache ich mal das mal ab. Oh ja, das ist so befriedigend, das abzumachen. Der Wind hilft mir ein bisschen dabei. Unterstützung ist immer gut. Wir brauchen Bündnisse. Früher hatte ich vor der Farbe Weiß extreme Angst, weil ich immer dachte, oh, das wird nicht lange gut gehen und gleich ist es kabum, dreckert. Jetzt liebe ich die Farbe Weiß. Ich liebe weiße Schuhe, weiße Hosen, weiße Pullis, weiße Strickjacken, weiße T-Shirts, weiße Blusen, alles in Weiß. Weil ich finde auch, ab einem bestimmten Alter ist die Farbe Weiß sehr kulant zu einem und man sieht damit ein bisschen frischer, gesünder und lebendiger aus. Aber wahrscheinlich ist das auch bei jedem ein bisschen anders. Also bei mir ist es so und ich genieße das, dass die Farbe mir schmeichelt und irgendwie mag ich sie auch. Sie beruhigt mich. Also es ist auch gut für meine Seele. Irgendwas bewirkt diese Farbe in mir, was mir sehr gut gefällt. Und diese Schuhe kann ich mir auch super gut vorstellen. So weiße Schuhe, entweder ohne Socken oder mit so dickeren weißen Wollsocken, Cremefarben vielleicht an der Jeans, einem weißen T-Shirt und einem dunkelblauen Blazer oder so einem schönen Tennispullover oder einer weißen Strickjacke. Oh, ich sehe da ganz viele Kombinationen. Oh, ich freue mich schon, diese Schuhe mit ganz vielen Sachen zu mixen, die ich bereits besitze. Willkommen zu Hause. Und auch bei Schuhen empfehle ich dir immer anprobieren, auch wenn es der gleiche Hersteller ist, die gleiche Schuhmarke. Guck sie dir an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass ich sogar die gleichen Schuhe in einer anderen Farbe, in einer anderen Größe benötige. Das schwankt immer so um eine halbe Nummer, zwischen 39 und 39,5. Ich habe unterschiedliche Schuhe in unterschiedlichen Farben anprobiert und das wiederholt sich bei unterschiedlichen Herstellern. Deswegen nie Blindschuhe kaufen. Die Schuhe sollten bequem sein und dir einen schönen Tag beschaffen, dich nicht quälen. Ist zumindest meine Meinung. Ich wollte dir diese Schuhe auch im Laufen präsentieren, weil ich finde, sie machen sich richtig schön. Sie machen so einen schönen, langen, schmalen Fuß. Und das sieht ganz, ganz nett aus. Oder was ist deine Meinung? Wie gefallen dir diese Schuhe? Also mir gefällt es sehr gut, dass das Innenfutter durch dieses schöne weiche Leder, was verwendet wurde, sehr angenehm ist. Ich bekomme da nie Blasen, Schweißfüße, Abdruckstellen. Ich schmeiße meinen Fuß in diese Schuhe rein. Er gleitet hinein und ist wie auf einer Wolke gebettet. Und ich bewege mich auf weichen Sohlen, die sehr, sehr biegsam sind. Diese Schuhe sind insgesamt sehr leicht, passen sich perfekt an und begleiten mich einfach den ganzen Tag über und tragen mich durch den Tag, was sehr angenehm ist. Auch außerhalb ist das Leder sehr weich und obwohl ich so ein bisschen wie ein Kamikaze laufe, ich stolpere manchmal über meine eigenen Füße, trotzdem halten diese Schuhe das aus.
Und sie haben sehr kleine Verschleißerscheinungen, mit denen ich leben kann, so kleine Lachfältchen quasi vom Laufen mit mir zusammen. Das finde ich okay. Die Falten werden hier von diesen Zungen quasi verdeckt und ich weiß nicht, wie sie sich das im Laufe der Zeit macht, weil die Royals hatte ich noch nicht, das ist mein erstes Paar, aber nach ein paar Jahren kann ich dir zeigen, wie sie dann immer noch aussehen. Ich muss ehrlich sagen, die restlichen Wünsche von der Liste habe ich gestrichen, weil ich mit dem, was ich habe, sehr glücklich bin, das genieße ich jetzt. Deswegen gehe ich jetzt weiter feiern und dir danke ich für deinen Besuch, deine Zeit und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!